Sie hören den Artikel Software Ergonomie aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 26. November 2012. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentationen. Software Ergonomie aus dem Englischen Usability Engineering ist die Arbeit hin zu leicht verständlicher und schnell benutzbarer Software unter den gebotenen technischen Möglichkeiten und unter der Einhaltung definierter bzw. empirisch entstandener Standards und Style Guides. Die Software-Ergonomie ist ein Teilgebiet der Mensch-Computer-Interaktion und ihr Ergebnis ist die Gebrauchstauglichkeit, also die Benutzerfreundlichkeit von Computerprogrammen. Gegenstandsbereich der Software-Ergonomie ist im eigentlichen Sinne der arbeitende Mensch, also die Softwarenutzung an Arbeitsplätzen. Allgemein wird heute die Benutzung von bzw. die Interaktion mit Computern betrachtet. Dies bedeutet die Berücksichtigung neuropsychologischer Aspekte beim Entwerfen der Software, wie dies methodisch auch die Ingenieurpsychologie anstrebt, um eine optimale Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Verfügung zu stellen. Dies soll sich in besonders leicht verständlichen funktionalen Einheiten ausdrücken. Beispiel: einfache Dialoge bei Systemen mit GUI. Im Bereich der Software-Ergonomie existieren formale Richtlinien für die Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen, für die Darstellung von Informationen am Monitor sowie deren Manipulation durch Eingabegeräte. Diese Richtlinien sind in der Bildschirmarbeitsverordnung sowie in der Norm EN ISO 9241 festgehalten und sollten daher bei der Erstellung von Anwendungssoftware berücksichtigt werden. Bedeutung: in den 1980er Jahren standen unter Vernachlässigung ergonomischer Aspekte die funktionalen Anforderungen bei der Entwicklung eines Softwaresystems im Vordergrund. Dies lässt sich mit der geringen Verarbeitung von Software sowie dem Mangel an gesicherten Erkenntnissen erklären. Bei der starken Verbreitung grafischer Bedienoberflächen rückte der Benutzer mit seinen Bedürfnissen in den Vordergrund. Die EG-Richtlinie 90/270/EWG, Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten, schreibt für neu eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze die Verwendung von Software vor, die nach ergonomischen Prinzipien entwickelt wurde. Diese Verbindlichkeit ließ die Bedeutung der Ergonomie für die Softwareentwicklung in den vergangenen Jahren weiter wachsen. In Deutschland ist seit dem 1. Januar 2000 die Bildschirmarbeitsverordnung vom Dezember 1996 für alle, auch für ältere Bildschirmarbeitsplätze in Kraft getreten. Verstößt ein Unternehmen dagegen, droht ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro. Anwendungsbereiche: die wichtigsten Gegenstandsbereiche der Softwareergonomie im engeren Sinne ist die zu optimierende Softwarenutzung an Arbeitsplätzen. Allgemein befasst sie sich mit der Grundregel und Methoden zum Entwurf und zur Bewertung von interaktiver Software wie Arbeitssoftware, WWW, Spiele und so weiter, die möglichst optimal an die Bedürfnisse der Benutzer und die Erfordernisse der Arbeitsaufgaben anzupassen sind. Die Belastungsminderung und Handlungsunterstützung durch das System stehen im Vordergrund.
Nicht ergonomisch gestaltete Programme können zu psychischen Belastungen wie zum Beispiel Stress oder Frustration bei Benutzern führen. Während Hardware-Ergonomie-Fehler, zum Beispiel flackernde Bildschirme oder zu kleine Tastaturen, mit physikalischen Methoden erkannt werden können, setzt die Software-Ergonomie mit interdisziplinären Maßnahmen als Querschnittswissenschaft aus Arbeitswissenschaften, Informatik, Ingenieurswissenschaften, Industrieanthropologie, Arbeitsmedizin und Psychologie an. Im Einzelnen sind zum Beispiel die folgenden Disziplinen beteiligt: Kognitionspsychologie, also die Modellierung und Simulation von menschlichen Denk- und Wahrnehmungsprozessen, die Arbeitspsychologie und die Industrieanthropologie, also die Beschäftigung mit grundlegenden menschlichen Fähigkeiten zur Informationsaufnahme und zur Informationsverarbeitung, und die Arbeitspsychologie, also die Unterstützung der Wechselbeziehung zwischen Arbeit, deren Schnittstellen und psychischen Faktoren, unter anderem Arbeitszufriedenheit und Arbeitsunlust. Kriterien: Als Grundlagen für die Definition ergonomischer Prinzipien eignet sich das ABC-Modell, das den Nutzungskontext der Ergonomie als Beziehungen zwischen Aufgabe, Benutzer und Computer beschreibt. Ein System ist angemessen, wenn es die zur Lösung der Arbeitsaufgaben erforderlichen Funktionen bereitstellt. Ein System ist handhabbar, wenn es dem Benutzer eine leichte Erlernbarkeit, Bedienbarkeit und Verständlichkeit ermöglicht. Ein System ist persönlichkeitsfördernd, wenn es den Fähigkeiten und Kenntnissen des Benutzers angepasst ist und den Prinzipien der Arbeitsgestaltung entspricht. Einen Maßstab für die softwareergonomische Gestaltung bilden hier die Normen Teil 11 bis 15 sowie 110 der Normenreihe EN ISO 9241 Ergonomie der Mensch-System-Interaktion, die in den Jahren 1996 bis 99 verabschiedet und anschließend sowohl als europäische auch als die Norm übernommen worden sind. In Teil 110 Grundsätze der Dialoggestaltung werden folgende Qualitätskriterien definiert, die sich durch Verfeinerung der Kriterien des ABC-Modells ergeben. Punkt 1: Aufgabenangemessenheit, geeignete Funktionalität, Minimierung unnötiger Interaktionen. Punkt 2: Selbstbeschreibungsfähigkeit, Verständlichkeit durch Hilfen und Rückmeldungen. Punkt 3: Steuerbarkeit, Steuerung des Dialogs durch den Benutzer. Punkt 4: Erwartungskonformität, Konsistenz und Anpassung an das Benutzermodell. Punkt 5: Fehlertoleranz, unerkannte Fehler verhindern nicht das Benutzerziel, erkannte Fehler sind leicht zu korrigieren. Punkt 6: Individualisierbarkeit, Anpassbarkeit an Benutzer und Arbeitskontext. Punkt 7: Lernförderlichkeit, Minimierung der Erlernzeit, Metaphern, Anleitung des Benutzers. Ergänzt wurden die 7 Grundsätze der Dialoggestaltung durch die Multimedia-Norm vom Mai 2000, DIN EN ISO 14915, Software-Ergonomie für Multimedia-Benutzungsschnittstellen, Teil 1. Gestaltungsgrundsätze und Rahmenbedingungen um 4 weitere Grundprinzipien. Punkt 1: Eignung für das Kommunikationsziel. Verwendete Informationen und Medien unterstützen die intendierte Kommunikationsziele.
Zweitens, Eignung für Wahrnehmung und Verständnis. Inhalte sind so aufbereitet, dass sie gut rezipiert werden können und leicht verständlich sind. Punkt 3. Eignung für die Exploration. Informationen sollen gut strukturiert sein, sodass die Erkundung der Information und das Stöbern in den Informationen leicht ist. Punkt 4. Eignung für die Benutzungsmotivation. Das Programm soll zur Benutzung motivieren und eine hohe Bindung des Nutzers erreichen. Softwareergonomie am Beispiel einer Textverarbeitung. Konsistenz der Benutzerführung. Die Suchfunktion und die Suchen- und Ersetze-Funktion sind gleich aufgebaut. Der Benutzer erkennt die Eingabe wieder und kann sein Wissen aus der jeweils anderen Funktion wiederverwenden. Ständige Verfügbarkeit. Die Rechtschreibprüfung des Programms läuft im Hintergrund ab. Beim Tippen merkt der Benutzer keine Verzögerung. Seine Arbeit wird nicht unterbrochen. Unmittelbare Verständlichkeit der Benutzerführung. Die Ersetzen-Funktion wird im selben Menü wie die Suchen-Funktion untergebracht. Der Benutzer erkennt die Ähnlichkeit der Funktion und sucht diese in demselben Menü. Automatisierung sich wiederholender Aufgaben. Bei der Suche- und Ersetze-Funktion kann der Benutzer jedes Ersetzen einzeln bestätigen oder er kann automatisiert alle auf einmal ersetzen. Umgehende Rückmeldung an den Benutzer. Der Benutzer speichert und die Speicherung schlug fehl. Der Benutzer wird durch eine Fehlermeldung umgehend davon benachrichtigt. Ebenso wird er durch einen kurzen Text in der Statuszeile über eine erfolgreiche Speicherung informiert. Selbsterklärungsfähigkeit. Bei der Rechtschreibprüfung werden die falschen Wörter mit einer roten Wellenlinie und am rechten Rand des Dokuments mit einem Strich markiert. Diese Markierungen sind noch aus der Schule bekannt. Anpassbarkeit an individuelle Bedürfnisse. Die zuletzt geöffneten Dateien werden im Menü geordnet angezeigt, damit der Benutzer schnell auf seine zuletzt bearbeiteten Dokumente zugreifen kann. Dabei ist die Anzahl der angezeigten Dateien einstellbar. Fehlertoleranz. Der Benutzer hat ein falsches Wort ersetzt. Er kann den ganzen Ersetzungsvorgang durch eine Undo-Funktion rückgängig machen. Erwartungskonformität. Der Benutzer drückt bei der Suchen- und Ersetzen-Funktion auf Alle ersetzen. Er erwartet, dass nur sein Suchwort ersetzt wird und nicht alle Wörter. Höflichkeit. Der Benutzer möchte ein Wort ersetzen. Dieses Wort konnte aber im gesamten Text nicht gefunden werden. Der Benutzer wird höflich auf die Situation aufmerksam gemacht durch das zu ersetzende Wort ist im Text nicht vorhanden und nicht unfreundlich durch Wort falsch. Diese Systemeigenschaft erhöht nicht die Effektivität oder Effizienz, sondern die Zufriedenheit der Benutzer. Siehe auch Barrierefreiheit, Benutzerschnittstellen, Human Interface Guideline, Ingenieurspsychologie, Interface Design, Look and Feel, User Experience, Aufgabenangemessenheit. Sie hörten den Artikel Software Ergonomie, gesprochen am 26. November 2012 von Viscount SJ. Der Artikel findet sich unter de.de.
www.wikipedia.org/wiki/software-ergonomie. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentationen. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnut.org nachgelesen werden.